Entschuldigung, da musste ich mich einmal kurz am Bart kratzen. Ja, wo platziere ich jetzt die Schilder? Ja, Sinn macht es ja eigentlich immer über den Kisten. Wir müssen nur gucken, dass wir die von hier oben überhaupt lesen können. Dann mache ich mal... Ja... Fangen wir mal mit den Basics an. Erde. Irgendwas, das wir ein bisschen seltener brauchen. Da drüber kommt hin... Kies. Kies ist dann die Kiste da oben. Erde ist die Kiste... Ich guck gerade mal, haben wir hier irgendwelche Zeichen? So ganz glücklich bin ich damit noch nicht, aber ich denke, es ist ersichtlich, was wo drin ist. So, dann haben wir hier Cobblestone. Und würde ich sagen, nein, nicht Hashtag. Stein. Ich mache jetzt mal so ein bisschen durch die Basic-Materialien. Dann hätten wir hier noch Sand. Sand. Stein. Unten. Das, weil jetzt kommen hier zwei Schilder, weil wir Schilder da oben hinklatschen, die kann kein Arsch mehr lesen. Welche Materialien gibt es denn noch? Andesit. Oben. So, ich denke, das ist eindeutig. Dann haben wir hier... Diorit. Granit. Das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir hier... der Vollständigkeit halber, auch wenn es fast immer in Benutzung sein wird, Holz. So, jetzt will ich mal überlegen, was haben wir denn noch? Ich jetzt gerade so ein bisschen die Baumaterialien ab, gedanklich gerade. Ja, das war wieder ein kleiner Beschriftungsfehler hier gerade. Glas. Unten. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Wolle. Ich gehe gerade ein bisschen alles ab, was irgendwie in Cube-Form ist und in Würfelform ist und sozusagen entsprechend eingelagert werden müsste. Gucken wir mal kurz, wie das hier. Ah, okay, dann weiß ich, wie ich das mache. Müssen wir mal kurz gucken, wie die Kisten hier hinpassen. Aber eigentlich hätte ich ganz gerne nicht... Ich mache das anders, Moment. Bin gerade dabei, gedanklich auch einzuplanen, wo die Stämme verlaufen. Da verlaufen sozusagen hier und hier ein Holzstamm und hier. Dann haben wir hier so einen Knick, weil wenn ich die Kiste jetzt sozusagen hier hingesetzt hätte, hätten wir hier zwei Reihen Holzstämme nebeneinander machen müssen. Das sieht ja kacke aus. Das ist ja unprofessionell, das machen wir ja nicht. Ah geil, hier können wir drei Reihenkisten übereinander stapeln. Das wird ein sehr effektives Lager. Machen wir dann nochmal Torches an die Eckpunkte. Ja, unser Lager wird schön hell erleuchtet sein. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob es dadurch spawnsicher ist, aber wir versuchen mal unser Glück. Okay, und hier haben wir noch Torches vergessen. Da kommt dann auch nochmal welche hin. Na, komm. Wir wollen es hier ja spawnsicher haben. Wir haben alle keine Lust auf ungebetenen Besuch hier. Aber wenn ich mir das so angucke, sollte das eigentlich erleuchtet genug sein. Wir haben ja gerade ein bisschen Fackeln im Überschuss durch unseren kleinen... Also wie soll man es nennen? Produktionsfehler eben. Da können wir uns halt mal erlauben, ein bisschen dekadent mit den Dingern umzugehen. Und da auch nochmal. So, das ist unser Lager. Und... genau, hier. Und hier kommt dann auch noch rein an Kisten hin.
haben wir eigentlich noch Holz? Wir haben noch Holz. Das ist ja fantastisch. Dann bauen wir uns mal gerne noch ein paar weitere Kisten. Ich muss ein bisschen aufpassen. Dieser Holzwürfel da unten wird nicht angerührt, denn wir brauchen auch noch irgendwie Holz, um uns Werkzeug herzustellen. Acht Kisten habe ich noch hingekriegt. Dann kommt hier wieder ein Baumstamm hin und dann können die nächsten Kisten hier hin. Und hier können sie sogar wieder übereinander gestapelt werden. Wir haben ein sehr großes, geräumiges Lager. Dann haben wir hier Jagdbeute. Das ist dann so alles wie verrottetes Fleisch, Enderaugen, Spinnenaugen, Fäden, so ein Kram. Was brauchen wir denn noch? Setzlinge haben wir auf jeden Fall noch. Ne, das machen wir anders. Da kommt allgemein Pflanzliches, also Gras, Samen, Ranken, Laub und so weiter. Dann haben wir hier Werkzeug und dann Waffen unten. Und damit es systematisch passt, Rüstungen oben. Deswegen war ich eben kurz an der Seite da so ein bisschen stutzig. Hab mich nur so kurz gezögert, weil ich war am Überlegen, wie ich das aufteile. Und dann brauchen wir noch Nützliches. Das ist dann sowas wie Treppen, Zäune, Türen, Kisten. Und jetzt haben wir keine Schilder mehr. Ich muss uns mal kurz Schilder basteln gehen. Das sollte nochmal genau für einen Satz Schilder reichen. Das ist ja super. Man kann auch bei diesen ganzen Crafting-Geschichten verschiedene Holztypen kombinieren. Es sei denn, es ist etwas, was in einem einzelnen Holztyp gemacht wird. Also ihr könnt nicht Oak Wood und Dark Oak kombinieren und dann Oak Planks rauskriegen. Das geht nicht. Aber wenn solche neutralen Sachen sind wie Kisten oder sowas, da geht das. Auf jeden Fall bräuchten wir hier dann Kohle. Jetzt kommen die ganzen Erze. Sehr schön. Ich denke, wir können anfangen, das Lager einzuräumen. So, wo hatte ich jetzt Erde? Erde, 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 Erde. Das etikettieren wir aber noch ein bisschen anders. Das ist etwas irreführend. Erde. OB. Nein, ein E reicht. Dass man auch weiß, auf welche Kiste sich welches Schild bezieht. Auf welche Schild sich auf welche Kiste bezieht. So, finde ich, ist es eindeutiger. Erde, 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 Erde. Erde. Andesit, haben wir Andesit dabei? Ja, da. Und wir haben auch Granit dabei. Wohin muss der gute Diorit? Der gute Diorit muss dahin. Stein und Stein und Cobblestone und Cobblestone. Was haben wir hier noch? Andesit, Andesit, Andesit. Oben. Andesit. Zack, zack. Rüsten wir unser ganzes Werkzeug hier aus. Fackeln. Voll nervig, wenn noch so eine einzelne Fackel hier. Kann ich die vielleicht irgendwo mal in die Wände klatschen? Ganz klammheimlich. Ohne das. Ja. So. Was weg ist, ist weg. Geh durch die Tür, Kollege. Ich finde, das Lager sieht stylisch aus. Das haben wir richtig gut hingekriegt, finde ich. Kohle. Ja, da wir Kohle im Moment noch nicht so im Überfluss haben, lasse ich die Kohle lieber erstmal in unseren Öfen. Da ist sie meines Erachtens sinnvoller aufgehoben. Das ist jetzt wieder Cleanstone hier. Okay. Dann gehen wir mal hoch und plündern die Kisten und räumen sie um. Weil das ist ja schlussendlich Sinn des Ganzen hier gewesen. Ach, die Kisten kann ich auch gleich einfach wegdreschen.
Haben wir alles mitgekriegt? Ja, sieht gut aus. Ich nehme mal so eine einzelne neutrale Kiste hier hinten für Sachen, die wir einfach noch nicht einordnen können, wie zum Beispiel Smaragde oder. Ja, bis dazu. Nein. So, die bauen wir hier einfach erstmal auf. Obwohl, Moment, nee, dann machen wir das so, dass ich die Kisten gleich wieder abbaue. Haha, ich bin ja clever. Ja, ich weiß, Eigenlob-Jink, sorry. Wenn wir schon mal Kisten haben, können wir sie auch irgendwo aufbauen. Lapis. Hier ist dann so ein bisschen die Erzecke. Nützlich ist hier, guck, da kommt dann so was rein hier. Eisen hatten wir doch auch schon irgendwo da. Pflanzliches. Darunter würden fallen Sugarcane, Dark Oak, Saplings, Dandelion, Oak, Genau. Ah, ich habe eine ganz wichtige Kiste vergessen. Essen. Futter. Jagdbeute. Kommt nochmal das rein. Wo hatten wir Glas? Unten. Okay, hier. Werkelzeug. Eimer, das und die Schere und dann unter Waffen. Waffen sind unten. Okay, da kommt der rein. Dann nützliches fällt noch das Boot. Schon eine Kiste für Flintsteine eigentlich. Nein, haben wir noch nicht. Dann ist das hier Smaragde, das Flintsteine. Da oben kommen dann noch Diamanten hin und ich glaube, dann haben wir tatsächlich auch das ganze Gold abgegrast. Apropos Gold. Wir hatten doch noch, wenn ich mich nicht irre, 2, 3, 4, Moment, das muss einmal kurz sein. Obwohl, nee, nicht in Holz. Moment, das machen wir. Das machen wir stilechter. Verdammt, verdrückt. Gib mal her, das Zeug. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Mal so automatische Türöffner. Finde ich hier in Stein irgendwie passender. Sieht ein bisschen cooler aus als Holzplatten. Wo wir gerade beim Thema Gold waren. Wir hatten doch hier unten, wenn ich mich nicht irre. Ui, Eisen eingeschmolzen und Gold eingeschmolzen. Okay. Nehmen wir gleich mal den Schleichweg zu unserem Lager, sonst landen wir nämlich wieder oben. Das hat hier ein Schiff drin, das hat hier so einen Knick drin. Unser Dingsbums, unser Treppchen. Guck mal, hier haben wir so einen Knick. Den müssen wir mal kurz korrigieren. Das geht ja mal gar nicht optisch. Das ist inakzeptabel. Cool, dann haben wir auch schon so eine Auslauffläche fürs Minecart. Dann endet das hier. Dann müssen wir das hier nur anschubsen. Und dann tuckert's hier hoch. Das nehmen wir in Angriff, sobald wir eine Mine gefunden haben, wo wir diese Schienen auch direkt abbauen können. Weil ganz ehrlich, ich bin zu faul dafür, wirklich Iron Ingots rauszuhauen. Weil, warum was aufwendig herstellen, wenn man es auch ganz einfach irgendwo in der Mine abbauen kann. Ob, das kriegen wir nicht mehr mit. Das ist allerdings nur Erde, wenn ich das richtig sehe. Das ist da tatsächlich nicht so wild. Hoppala. Hoppala. So. Was haben wir jetzt alles dabei? Wir haben alles Mögliche dabei. Gabelstone. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Das ist Wolle, optisch nicht zu verwechseln. Wolle ganz oben. Eisen kommt da rein. Nützliches. Auch unsere schönen Knöpfe, wobei ich nach wie vor frage, was an den Dingern nützlich sein soll, aber laut meinem Ordnungssystem müssen die da sozusagen hin. Glas. Erde ist hier, genau. Jetzt habe ich mich durch mein eigenes Beschriftungssystem verwirren lassen. Ein Block Dirt behalten wir im Inventar. Kies, Gravel. Stone. Einmal Oak Planks behalten wir da auch. Diorit braucht keiner. Wo kommt der hin? Da kommt der Diorit hin. Granit kommt da hin. Das ist Andesit. Andesit. Oben. Unsere gute Iron Pickaxe.
Waffen, 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 Waffen. Nein. Ich muss mich noch an mein Ordnungssystem gewöhnen. Und die Kiste können wir eigentlich gleich mal auch aufbauen. Kommt dahin. Wir brauchen, um das hier noch fertigzustellen, noch ein bisschen Dark Oak Holz. Und ich würde sagen, das gehen wir uns jetzt erstmal organisieren. Weil irgendwie sind wir ein bisschen out of Material. Sogar so weit out of Material, dass ich wieder hier runterrennen muss, um uns ein bisschen Cobblestone zu holen und um uns Äxte herzustellen. Denn dafür haben wir auch nicht mehr genug Material. 1, 2, 3, 4. So, machen wir mal 3 Äxte. Für mehr reicht unser Material auch nicht mehr. Oh, das ist ein Creeper. Creeper vor unserer Haustür. Ist es Nacht? Nein, es ist nicht Nacht. Kacke. Okay, nutzen wir unseren Geheimausgang. Geronimo! Der war so geheim, der hat funktioniert. Ey, wenn der Creeper hochgegangen wäre, hätten wir ein Loch in unserem Häuschen gehabt. Ich versuche ihn mal ein bisschen wegzulocken von unserer Base. So, Pisser, wo bist du? Da, er hat uns schon gesehen. Na komm, ein Kleiner. Mal sehen, ob wir den kriegen. Boah, die halten mir aus inzwischen, die Viecher. Okay, wir haben ihn nicht gekriegt. Aber er ist uns ein bisschen beim Holzabbau zur Hand gegangen. Oder hat zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, uns zu helfen. Sagen wir es einfach mal so. Sagen wir es doch, wie es ist. Und wir fahren unsere erste Ernte ein. Die gar nicht mal so schlecht ausfällt, wenn ich mir das so angucke. Das einzige Problem, wenn hier jetzt der Creeper hochgegangen wäre, hätten wir mehrere Probleme gehabt. Zum einen wäre unsere Ernte futsch gewesen. Und zum anderen hätten wir sowohl ein Loch in unserem Feld und, wenn ihr euch mal erinnert, was sich hier drunter befindet, auch ein Loch in unserem Lager gehabt. Und das wäre doch irgendwie arg ärgerlich gewesen. Na toll, jetzt wird es pünktlich, wenn ich los will, Holz hacken gehen, wird es in Minecraft Nacht. Das ist doch bescheuert. Gehen wir erstmal pennen. Machen wir erstmal unsere geheime Geheimtür wieder zu. Ein Hoch auf die Creeper in Minecraft. Ich weiß auch, wo der herkam. Es war schon sozusagen Abenddämmerung. Es ist still hier. Das ist fertig und das Gras ist schon gewachsen. Ich glaube das nicht. Und jetzt seht ihr, was ich meinte letzte Folge mit, wir können Stück für Stück unsere Samen, die wir ernten, nutzen, um das Feld aufzufüllen. Ich denke, noch eine Ernte und wir können das komplette Feld bestellen.